Wir fahren jetzt gerade mit dem letzten Wasser raus aus dem Hafen Dangast. Ja, wir haben den Moment genutzt, wo noch genügend Wasser da ist, dass wir auch mit dem Schiff durch den Priel, sozusagen durch den Fluss im Wattenmeer, rauskommen und über das Wasser gleiten können, um dann zum Leuchtturm Arngast zu fahren, um dort einmal auszusteigen, um dort einmal spazieren zu gehen, einmal durchs Watt zu schauen, einmal den Leuchtturm anzufassen, einmal direkt dran zu sein. Direkt um den Leuchtturm herum ist es sehr flach. Und das Schiff kann niemals daran vorbeifahren, nur bei Hochwasser. Der Tidenhob in etwa beträgt heute 4 Meter, den das Wasser abläuft am Leuchtturm. Auf jeden Fall wiederkommen! Hier auf diesem Sandrücken, sozusagen, das war der Arngaster Sand, gab es einen Ort und der hieß Arngast. Dieser Ort ist untergegangen, wie so viele Orte während der schweren Sturmfluten in den letzten 1000 Jahren hier untergegangen sind. 1906 hat man ihn gegründet. 37 Meter ist er tatsächlich bei Hochwasser oben raus. Und jetzt, wo wir da sind, bei Niedrigwasser, gerade mal 4 Meter mehr. Wir sehen jetzt tatsächlich 41 Meter Leuchtturm Arngast hier stehen. Ein Leuchtturm ist natürlich immer ein Anziehungspunkt, weil er sein Licht natürlich auf das weite Meer streut, um den Schiffen den Heimathafen oder überhaupt den sicheren Hafen zu weisen. Es ist schon der Leuchtturm hier für Wilhelmshaven-Dangast, für den gesamten Jadebusen.